Wieder keine guten Nachrichten für Energie Cottbus. Innenverteidiger Ibrahim Hajtić kann in dieser Saison wahrscheinlich kein Spiel mehr für den FCE bestreiten. Hajtić leidet an einem Nierenproblem. Der 21-Jährige darf mindestens ein halbes Jahr lang keinen Leistungssport mehr betreiben. So fehlt dem schon schmalen Kader des FCE ein weiterer wichtiger Spieler. Natürlich ist es für ihn, seine Familie und auch für die Mannschaft ein herber Moment. Wie kriegst du von heute auf morgen gesagt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist? Und dann kriegst du von heute auf morgen gesagt, dass man besser erstmal mit dem Sport aufhören sollte. Also nochmal, wünschen Ihnen das Beste. Hinter den gesetzten Robert Müller und Jan Koch fehlt es aber derzeit an Alternativen. Klaus-Dieter Wollitz möchte sich deshalb nach einem neuen Innenverteidiger umschauen. Unterstützung erhielt der Verein aber bereits am Mittwoch. Der FCE verpflichtete mit Damir Bektic einen weiteren Mittelfeldspieler. Bektic trainierte bereits 2 Monate in Cottbus. Jetzt soll der Neuzugang zum ersten Mal gegen den Bischofswerder ASV im Kader stehen. Energie Cottbus empfängt dann das Tabellenschlusslicht am Sonntag im Stadion der Freundschaft. Trotz der letzten Erfolge im Landespokal zeigt man sich eher zurückhaltend. Die eigenen spielerischen Qualitäten konnte man nicht immer ganz auf den Platz bringen. Also 2-1 Sandsdorf, 2-1 Chemie Leipzig und 1-0 Babelsberg. Das kann auch immer nach hinten losgehen. Abgefälschter Ball, Freistoß, Standardsituation, Unaufmerksamkeit. Und ich finde, dass wir jetzt am Sonntag gut daran tun, nicht nur eine hohe Intensität, auch wieder in der Organisation ein Stück besser zu sein als in den letzten 3 Spielen. Ich warne davor im Vorfeld, jeder spricht mich an über Ergebnisse und sonst was. Wir sollten bescheiden bleiben und sollten vor allen Dingen den Respekt vor dem Gegner bewahren und sollten den Gegner sehr ernst nehmen. Es wird keiner am Sonntag was zu verschenken haben, aber wir natürlich auch nicht. Die Richtung ist also klar, auch als Favorit möchte man gegen den Tabellenletzten keine Punkte liegen lassen. Anstoß ist am Sonntag um 13:30 Uhr im Stadion der Freundschaft.